Genau, also, genau. Willkommen zu unserer Zoom-SAG. Hier habe ich ein schönes Bild gewählt. Ja. Auch so Leute, die sich um einen Mittelpunkt herum gruppieren und miteinander etwas gestalten. Ja, jetzt geht es nicht weiter. Genau. Das letzte Mal und heute geht es also um den psychologischen Aspekt eines postbariatrischen Lebensstils. Wir sind ja keine Maschinen vom Fließband, die alle gleich funktionieren und auch alle irgendwie gleich repariert werden können, sondern wir sind Sondermodelle. Alle einzigartig, wir sind Individuen, das wird ja immer wieder gesagt. Und dieselbe Veränderung an unseren Mägen wirkt sich bei allen unterschiedlich aus. Das ist so wie mit den Gänseblümchen, ja, ein ganzes Feld von Gänseblümchen sehen alle gleich aus, ja, sind aber jede einzelne Blume unterschiedlich. Keine ist gleich wie die andere. Und weil dazu zu unseren unterschiedlichen Körpern eben auch noch unsere Persönlichkeiten unterschiedlich sind, wirken sich auch die psychosomatischen Zusammenhänge ganz unterschiedlich auf unsere Körper nach der OP aus. Und deswegen denke ich halt immer wieder, macht es Sinn, sich selbst besser kennenzulernen. Und dazu dienen unter anderem auch Persönlichkeitsmodelle. Persönlichkeitsmodelle beschreiben zwischenmenschliche Unterschiede in Verhalten und Charakter, können helfen, sich selbst besser zu verstehen, verbessern aber eben auch den Umgang mit anderen und damit eben auch in unsere SHG. Persönlichkeitsmodelle bieten einen guten Einblick in die wichtigsten Triebfedern unseres Verhaltens. Und auch bei den Persönlichkeitsmodellen selber besteht eine bunte Vielfalt. Ich habe hier mal ein paar bekannte Modelle aufgeschrieben, aufgelistet, die ich nur kurz nennen will, um zu sagen, dass es eben viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Die habe ich von einer Webseite gezogen, die heißt die sechs besten Persönlichkeitsmodelle im Vergleich. Später schicke ich euch nochmal den Link in den Chat. Da haben wir erstens den sogenannten DISC, das ist das einfachste Persönlichkeitsmodell, lässt sich sehr schnell lernen. Der unterscheidet vier unterschiedliche Typen: dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Dann das zweite, eben das Enneagramm mit 9 Typen. Das hat die längste Tradition und bietet sehr viele Denkanstöße zum Weiterdenken. Dann drittens ist da zu nennen der MBTI, der ist sehr bekannt und weit verbreitet. Ausgesprochen heißt der Myers-Briggs-Typenindikator. Der geht auf C.G. Jung zurück und unterscheidet 16 Typen. Es wird also immer differenzierter. Dann viertens die sogenannten Reißprofile, die bieten einen anschaulichen Einblick in die eigene Motivlage und unterscheiden auch 16 Lebensmotive. Und dann kommt der Spitzenreiter, fünftens Big Five. Das ist das Persönlichkeitsmodell, das wissenschaftlichen Ansprüchen wahrscheinlich am besten gerecht wird. Und das unterscheidet 5 Dimensionen mit jeweils 6 Facetten, die aus 4.500 Charaktereigenschaften extrahiert wurden. Also das ist nun wirklich ganz, ganz speziell. Und sechstens wird da der sogenannte HUM genannt, der am besten geeignet ist, um andere Menschen mit einer angemessenen Differenziertheit, aber doch schnell und zuverlässig einzuschätzen. Und der fährt es wieder ein bisschen zurück und unterscheidet 7 verschiedene Typen. Warum könnte das für eine Selbsthilfegruppe sinnvoll sein, habe ich mich gefragt. Die Chirurgen haben uns ja schon immer gesagt, dass sie nur unsere Mägen operieren, aber nicht unseren Kopf. Und damit deuten sie eben auf die Wichtigkeit des psychologischen Aspekts hin in der Frage, ob so eine bariatrische Operation erfolgreich sein wird oder nicht. Und darum denke ich eben, dass es durchaus hilfreich ist, wenn man sich selber immer wieder bewusst wird, wie man eigentlich tickt und auf die Anforderungen eines postbariatrischen Lifestyles reagiert. Das letzte Mal hatte ich ein Modell aus der positiven Psychotherapie vorgestellt, das Balance-Modell, das mir persönlich immer oft geholfen hat, einen Überblick über meinen Alltag
zu bekommen, um genauer zu erkennen, wo ich was verändern kann oder auch möchte. Und heute geht es eben mit einem anderen Modell weiter. Und ich persönlich glaube, dass wir das noch viel, viel öfter machen sollten. Das habe ich übrigens neben dem Thema Sex auch immer auf die rosa Kärtchen geschrieben, als wir uns noch leibhaftig treffen konnten, dass ich denke, dass das wichtig ist und dass wir darüber immer wieder mal reden sollten. Und vielleicht hat ja auch irgendjemand anders Lust, über eines der anderen Persönlichkeitsmodelle, mit dem er selber gute Erfahrungen gemacht hat, mal einen Impuls an einem Abend zu geben. Als ich die Sache mit dem Enneagramm letzten Sonntag in die Gruppen geschrieben hatte, da bekam ich sofort genau zwei Reaktionen. Und ich habe im Nachhinein mich sehr darüber gefreut, denn sie haben gezeigt, wie wir als SHG eben sind, liebenswert und total unterschiedlich. Erste Person, brachte zum Ausdruck, dass sie das Enneagramm nicht mag, bezweifelte den wissenschaftlichen Hintergrund des Modells und fragte, was das überhaupt mit der Selbsthilfegruppe zu tun haben solle. Und die zweite Person schickte mir gleich ihren ausgefüllten Fragebogen mit ihrem Ergebnis zu. Dieselbe Nachricht, zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. So, und wenn nun die Ärztinnen, Ernährungsberatung oder die alten Hasen der SHG sagen, wir sollten uns an bestimmte Dinge nach der Operation halten, dann gibt es genauso unterschiedliche Reaktionen darauf. Manche werden kritisch hinterfragen, andere werden sagen, ich lasse mir gar nichts sagen, ich probiere einfach aus. Und wieder andere werden sagen, ja okay, ich mache es, weil ich die Personen so mag. Oder ich mache es, weil die Autoritäten sind. Oder ich mache es, weil ich ganz einfach gerne gehorchen möchte. Und da habe ich einen schönen Text dazu gefunden, zu unserem Spiel des Lebens, zu unseren Spielregeln. Du und ich, wir spielen ein Spiel. Du spielst es nach deinen Regeln, ich spiele es nach meinen Regeln. Du kennst deine Regeln nicht, ich kenne meine Regeln nicht. Und doch bestimmen die Regeln, was gespielt wird. Wenn dir das Spiel nicht mehr gefällt und mir das Spiel nicht mehr gefällt, dann sollten wir vielleicht einmal kurz das Spiel unterbrechen, uns zusammensetzen und uns unsere Regeln anschauen. Du kannst mir viel über meine Regeln sagen, weil du mich beobachtest, und ich kann dir viel über deine Regeln sagen, weil ich dich von außen beobachten kann. Und wir können uns entscheiden, das Spiel anders zu spielen, wenn wir unser Regelwerk besser kennen. Und dieses unbewusste Regelwerk, das nennen die Psychologen Charaktermuster. Und es gibt je nach Therapieschule oder psychologischem Hintergrund ganz unterschiedliche Modelle. Und heute will ich euch, wie gesagt, ein anderes Persönlichkeitsmodell vorstellen, das mir hilft, meine Reaktionen auf bestimmte Dinge einzuschätzen und gegebenenfalls zu modifizieren. Und das ist das Enneagramm. Das Enneagramm ist schon uralt und ist aus Beobachtungen menschlicher Verhaltensweisen entstanden. Es begleitet mich persönlich schon seit langer Zeit, mal mehr, mal weniger. Aber nach meiner Operation 2017 habe ich es wieder einmal neu schätzen gelernt. Das Enneagramm wird, ihr seht es ganz links auf dem Bild, als ein Kreis mit einem neun zackigen Stern dargestellt. Das liegt daran, Ennea ist griechisch, das heißt neun, und Gramma bedeutet eine Zeichnung. Das Enneagramm ist also eine Zeichnung mit neun Spitzen. Das Enneagramm-Modell beschreibt den Menschen mit, das seht ihr in dem mittleren Bild, mit drei Zentren der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit: Bauch, Herz und Kopf. Im Modell erfolgt die Zuordnung so, dass jeder Mensch in einem dieser drei Zentren primär verankert ist. Die anderen beiden Zentren sind dementsprechend dann nachgeordnet. Das bedeutet, sie spielen zwar eine genauso wichtige Rolle, sind aber doch nicht der Ausgangspunkt für das strukturelle Betriebssystem sozusagen eines Menschen. Diese drei Zentren, Bauch, Herz und Kopf, repräsentieren drei hauptsächliche Grundthemen des Menschen.
die Bedürfnisse nach Sicherheit, das ist das Bauchzentrum, nach Liebe, das ist das Herzzentrum und das Bedürfnis nach Autonomie, das ist das Kopfzentrum. Jeder Mensch hat zwar alle drei Grundbedürfnisse, aber sie sind eben unterschiedlich bei uns allen ausgeprägt. Und eins davon ist, sie können nicht alle drei gleich sein, sondern eins ist immer das meiste, dann kommt das zweite und dann kommt ein drittes. Und diese Ausgeprägtheit eines Zentrums bei uns entsteht durch einen Mangel. Jeder Mensch hat in seiner Kindheit unerfüllte Sehnsüchte erlebt, die uns selbst als Personen oft gar nicht bewusst waren oder auch noch gar nicht bewusst sind. Es gibt eben auf dieser Erde keine paradiesischen Zustände und alle Bedürfnisse können nie ausreichend erfüllt werden. Das geht also hier bei dieser Frage nicht um Schuldzuweisungen an etwaige Eltern, die nicht genügend irgendwie uns versorgt hätten. Wenn eines der drei Grundbedürfnisse also in der Kindheitssituation nicht erfüllt wird oder zu wenig erfüllt worden ist, was das Enneagramm dann die Kindheitsnot nennt, dann versuchen wir eben besonders intensiv gerade diesen Mangel auszufüllen, weil eben diese unerfüllten Bereiche der Ausprägung des Charakters im kindlichen Geist eine Grundangst verursachen, weil man halt eben spürt, da fehlt doch was. Aber man kann es nicht so richtig klar einordnen. Und um diese Lücke auszufüllen, entwickeln Menschen dann natürlicherweise Strategien, die positive Gefühle wie das Entgegenbringen von Liebe und Aufmerksamkeit hervorrufen. Und diese Strategien bilden sich im Laufe der Entwicklung immer weiter aus. Und so werden dann entweder die Liebe, die Autonomie oder die Sicherheit zu unserem grundlegenden Lebensthema. Im Enneagramm werden die drei Zentren weiter dann in drei Reaktionsprinzipien differenziert. Das seht ihr in dem Bild unten. Und zwar in die drei Reaktionsmöglichkeiten des Stammhirns. Und die drei Reaktionsmöglichkeiten des Stammhirns sind Angriff, Erstarrung oder Flucht. Und aus diesen drei Reaktionsmöglichkeiten des Stammhirns, Angriff, Erstarrung oder Flucht, ergeben sich dann eben aus den drei Zentren jeweils drei Modi, insgesamt dann also die neun Persönlichkeitsstrukturen des Enneagramms. Im Angriffsmodus versucht der Mensch sein jeweiliges Grundbedürfnis aggressiv zu stillen, wobei das ganz positiv gemeint ist. Agredi, lateinisch heißt etwas anpacken, an etwas herangehen. Also Angriffsmodus, etwas anpacken und sich das Bedürfnis holen. Im Erstarrungsmodus ist der Mensch sozusagen auf Sparflamme, im Ökobetrieb. Geht nicht so sehr nach außen, sondern sucht die Erfüllung seines Themas in sich selbst, innen drin. Und im Fluchtmodus bewegt der Mensch sich von seinem Primärzentrum weg, um die Erfüllung irgendwo anders zu suchen. Oskar Ichazo, ein Enneagramm-Lehrer, hat noch ein anderes schönes Bild geprägt. Das seht ihr rechts in dem Bild. Er hat das Enneagramm als neun verschiedene Lebensvisionen beschrieben. Und eine Lebensvision ist nur die Art und Weise, wie man unwillkürlich das Leben betrachtet. Es ist eine Art Brille, die man aufsetzt und durch die man die Welt sieht. Deswegen haben all diese Figürchen Brillen auf. Ich habe das so klar gerade heute Mittag erlebt, als meine Frau und ich am Fenster standen und haben so rausgeguckt auf die Straße her. Und ich habe gesagt, wow, cool, schönes Wetter, ja. Und meine Frau sagt, ey, guck mal, der Typ da gegenüber, der putzt ja ganz falsch das Fenster. Und ich hatte den gar nicht gesehen. Aber ihre Aufmerksamkeit war, weil sie ein... erkläre ich nachher noch, sie ist, gehört dem Muster 1 zu. Sie hat ihre Aufmerksamkeit sofort auf das gerichtet, unwillkürlich, ohne dass sie das bewusst gemacht hat, was da nicht stimmt. Und wenn man sich einmal in der Kindheit für eine Brillenfarbe entschieden hat, dann ist es gar nicht mehr so leicht, eine andere Brille aufzusetzen. Man wird weiter auf diese eine bestimmte Art die Welt betrachten. So, da kann man sich natürlich vorstellen,
dass man einander dann manchmal nicht so gut versteht. Wenn man selbst zum Beispiel durch eine gelbe Brille schaut und die Ernährungsberatung, die Operateure oder SAG-Leiterin zum Beispiel durch eine rote Brille guckt. Die gelbe Brille sieht alles viel sonniger als die rote Brille. Und das Enneagramm zeigt uns, wie die verschiedenfarbigen Brillen die Welt sehen, um dann beispielsweise auch annähernd mal versuchen, verstehen zu können, wie das ist, durch eine rote Brille zu schauen, um zu verstehen, was der andere da eigentlich meint mit dem, was er da sagt. Das Charaktermodell des Enneagramms hat seinen Schwerpunkt in der Beschreibung ganz normaler alltäglicher Situationen. Es ist nicht einseitig psychopathologisch orientiert, wie andere Modelle von diesen Modellen, die ich am Anfang kurz genannt habe, die eher aus der Beobachtung und Beschreibung von Krankheitszuständen entstanden sind. Das Enneagramm geht aber tief genug, um die Motive eines Menschen zu erfassen, bleibt aber doch nahe am alltäglichen Leben, sodass es auch ohne Fachkenntnisse durchaus verständlich ist. Das Enneagramm erklärt, weswegen wir uns gerade so und nicht anders verhalten und gibt Hinweise darauf, in welche Richtung sich jeder im Laufe seines persönlichen Wachstums weiterentwickeln kann. Durch die Arbeit mit dem Enneagramm entwickeln wir insgesamt ein tiefes Verständnis sowohl für andere, lernen aber auch Alternativen zu unseren eigenen Verhaltensmustern kennen. Menschen desselben Typs haben dabei grundlegend dieselbe Grundeinstellung, sehen die Welt grundsätzlich ähnlich, aber das ist jetzt kein Einheitsbrei, man ist nicht reduziert auf einen der neuen Typen, sondern es gibt natürlich Abweichungen auch innerhalb eines Archetyps, ja, die sich aus verschiedensten Faktoren ergeben, wie Reife, Elterntyp, Platz in der Geschwisterreihe, kulturelle Werte, angeborene Wesenszüge, Introversion, Extroversion. Was auch immer. Es wird auch nicht so sein, dass, dass irgendjemand deinen Typ bestimmen kann, sondern es ist wichtig, dass der jeweilige Typ genau bestimmt wird, wenn du damit arbeiten willst. Aber das muss jeder seiner eigenen inneren Wahrnehmung gemäß tun. Ne? Man kann Online-Tests wie der, den ich letzten Sonntag geschickt hatte, nutzen, kann die ausfüllen, aber zum Beispiel die Person, die mir ihren Test zugeschickt hatte, die fand sich darin gar nicht wieder. Gut, dann ist das so. Entweder ist dann das ganze Modell nichts für dich oder du probierst einfach nochmal eine der anderen Typen aus. Und ich habe jetzt mir gedacht, ich habe nochmal die einzelnen Typen zusammengestellt und gehe die nochmal ganz kurz mit euch durch und habe mir drei Situationen überlegt und mich gefragt, wie die verschiedenen Typen darauf reagieren können. Erstmal die Reaktion auf die Magenoperation an sich, dann zweitens der Umgang mit den bariatrischen Regeln, mit dem bariatrischen Lebensstil und drittens ihre Position innerhalb der Selbsthilfegruppe. Und wir fangen an mit dem Bauchzentrum, also mit den 8, 9 und 1 Mustern. Hier haben wir den Typ 8, ja. Den Boss oder die Bossin, Freiheitskämpfer, ja, die sehen sofort, wo sie stark sein müssen, wo sie beschützen, wo sie kämpfen müssen. Ja. Die reagieren auf ihre Magenoperation, indem sie ihre neu gewonnene Stärke vor allen Dingen spüren. Die haben ihr Leben wieder im Griff. Sie lassen sich aber dann auch oft ihre Probleme nicht anmerken, weil sie eben stark erscheinen wollen oder stark sein wollen auch. Im Umgang mit den bariatrischen Regeln halten sie sich an das, was sie für richtig halten und fordern das auch vehement von allen anderen in ihrer Gruppe ein. Und innerhalb der Selbsthilfegruppe nehmen sie die Situation ein, dass sie die Gruppe als ihre Gruppe, als meine Gruppe ansehen. Das ist meine Gruppe und die muss beschützt werden und zwar von mir. Ich kümmere mich um alle anderen und dafür sollen die anderen aber auch das machen, was ich sage. Das ist der achte Typ, also der Angriffstyp, ja, der an etwas herangeht, um sein Grundthema zu befriedigen. Dann im
Ökomodus, im Ökobetriebsmodus, im Erstarrungsmodus ist der Typ 9, der Vermittler, die Friedensstifterinnen, ja, die immer ausgerichtet sind, wo ist Harmonie, wo ist Disharmonie, die sich aber auf jeden Fall nach Harmonie sehnen, die tun weniger von sich selbst, wie man an den Darstellungen auch schon sieht. Sie sind sehr von außen, werden sie auf irgendeinen Weg gesetzt, aber wenn sie erstmal auf dem Weg sind, dann laufen sie ihn auch. Ne? Die sind von außen auf den Weg der Magenoperation gesetzt worden und gehen ihn ruhig und fleißig. Und werden immer wieder so sagen, naja, das ist doch nichts Besonderes, das kann eigentlich jeder. Ihr Umgang mit den bariatrischen Regeln, da Sie sich überhaupt nicht gerne mit Problemen überhaupt beschäftigen, setzen Sie in der Regel auf eine Regelquelle, von der Sie die Regeln empfangen, und dann machen Sie, was dort gesagt wird. Und Ihre Position in der Selbsthilfegruppe, weil Ihnen der Frieden das Wichtigste ist, suchen Sie diesen Frieden. Und wenn es zu viel Konflikte gibt, dann ziehen Sie sich eher aus der Gruppe zurück. Und dann kommt das dritte Muster, das Fluchtmuster, ja, die jetzt irgendwo draußen nach den suchen. Ja, die sind der Meinung, die Einser, es gibt einen geheimen Plan in der Welt. Und wenn ich diesen Plan herausfinde und ihn befolge, dann wird das Leben gut. Solche Leute hadern zunächst mal überhaupt stark mit der Notwendigkeit der OP, dass sie überhaupt in eine Situation gekommen sind, dass so eine OP notwendig ist. Und ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich wirklich viele Einser gibt, die magenoperiert sind. Wenn sie aber operiert sind, dann erwarten sie auch ein planmäßiges Funktionieren der OP. Auf bariatrische Regeln, mit den bariatrischen Regeln gehen sie so um, sie suchen nach dem Masterplan des postbariatrischen Lebensstils. Sie wollen den perfekt umsetzen und halten sich exakt an die Anweisungen des Adipositas-Zentrums. Ihre Position in der Selbsthilfegruppe ist, dass Sie erstmal sich umschauen und fragen, okay, welche Regeln gelten denn hier in der SAG und wie könnte man das alles verbessern? Und dann sind es diejenigen, die sofort sehen, wer sich nicht an die Regeln hält und sprechen das auch immer wieder an. Das war das Bauchzentrum. Jetzt kommen wir zum Herzzentrum. Im Angriffsmodus des Herzzentrums ist der Typ 2, die Geberinnen, ne, die Gemeinschaftsstifterin. Die sehen immer sofort, was irgendein anderer braucht. Und das sind diejenigen, die greifen die Oma am Straßenrand direkt unter den Arm und zerren sie auf die andere Seite der Straße, ohne überhaupt zu fragen, ob die überhaupt dahin will, die Oma. Und die Reaktion auf Magenoperationen, die Zweier nutzen ihre neu gewonnene Beweglichkeit als Mittel für Kontakte. Sie kümmern sich zu wenig um sich selbst dabei, sondern sie nutzen die Operation als Mittel, um endlich wieder anderen helfen zu können. Sie halten sich an die Regeln, vor allem, um weiter hilfreich für andere sein zu können. Und sie wollen allen anderen auch mit den Regeln helfen. Und deswegen ist ihre Position in einer Selbsthilfegruppe oft, sie sind gerne Paten, sie kümmern sich gerne um andere, sie beantworten alle Fragen und wie gesagt, kümmern sich um die Menschen, auch wenn sie gar nicht über die Straße wollen, wenn sie gar nicht gefragt haben. Sie kümmern sich ungefragt. Dann kommt das Zentrum im Erstarrungsmodus. Ja. Und hier sieht man, dass Erstarrung eben nicht wertend gemeint ist, ja, weil dieser Typ eben der Dynamiker heißt. Das sind Hoffnungsträgerinnen und die sehen sofort, was Beifall und Punkte einbringen könnte. Der Dreier nutzt die Magenoperation als Mittel zum Zweck. Der achtet vor allem auf die erfolgreichen Veränderungen und Funktionen seines neuen Magens. Und er will im Umgang mit den bariatrischen Regeln unbedingt der beste Einhalter aller Regeln werden. Und er wird seine Erfolge beim Einhalten der Regeln auch immer zur Schau stellen, sodass wir alle daran teilhaben können und sehen können, ja, es kann tatsächlich funktionieren.
seine Position in der SAG. Er wird den Neuen vermitteln, was sie alles schaffen können. Und er wird dabei immer wieder auch auf die vielfältigen Erfolge der Selbsthilfegruppe verweisen. Und vor allem wird er auch immer darauf verweisen, mit wie vielen wichtigen Persönlichkeiten diese Selbsthilfegruppe denn nun verbunden ist. Dass es also etwas Besonderes ist, zu dieser Selbsthilfegruppe dazuzugehören. Dann das Herzzentrum im Fluchtmodus. Das sind die Individualistinnen, die Sinnesweckerinnen, die sehen sehnsüchtig auf das Geheimnisvolle, auf das, was fehlt. Und ihre Reaktion auf die Magenoperation, sie werden über das Geheimnis der Operation beständig staunen. Wenn es aber dann zu Problemen, zu Schwierigkeiten kommt, dann werden sie in dem Schmerz auch sehr stark leiden und uns daran teilhaben lassen. Und sie leiden vor allem daran, warum es ausgerechnet ihnen passiert, dass da jetzt Probleme auftreten. Ihr Umgang mit bariatrischen Regeln ist derart gestaltet, dass sie einfach alles anders machen wollen. Sie suchen nach individuellen Regeln nur für sich. Und vor allem soll der bariatrische Lebensstil ästhetisch, kreativ sein. Ne? Also er soll schön sein. In der SHG sorgen diese Typen dafür, dass es immer schön und stilvoll zugeht, dass es mehr gibt als nur geschäftsmäßigen Informationsaustausch. Diese Typen sind hervorragende Eventgestalter, weil sie sich ein Event, das ein Vierer gestaltet, da kann man sich sicher sein, das wird ein richtig schöner, toller Abend. Und dann schließlich kommen wir in das Kopfzentrum. Und zu diesem Kopfzentrum gehöre ich selber auch. Zunächst mal der Angriffsmodus des Kopfzentrums, der Typ 5, die Beobachter, die Brückenbauerinnen, die sofort die Erwartungen anderer sehen. Diese Typen sammeln Informationen. Sie sind wandelnde Lexika. Diese Typen sind gut vorbereitet auf die OP. Die haben sich meistens schon jahrelang kleinsteilig darauf vorbereitet, wissen genau, was in ihnen passiert, beobachten sich selbst auch ständig, was da los ist. Im Umgang mit den bariatrischen Regeln sammeln sie alles, was es an Informationen zu Regeln und Lebensstil zu finden gibt. Aber sie geben sie nicht von sich aus weiter, sondern sie horten sie zu Hause erstmal nur für sich, weil sie darin eine Sicherheit empfinden. Die muss man anpieksen und sagen, du, darf ich mal in deinen Ordner gucken? Und dann findet man da auch die Schatztruhe. Sie sind also für eine Selbsthilfegruppe sehr wichtig, weil sie wandelnde Informationsbörsen sind. Dann der Erstarrungsmodus des Kopfzentrums, das ist der Typ 6, die loyalen Zweifler nennt man die. Ja, die sind aber auch Vertrauensstifter. Ja, die sehen sofort Bedrohungen, Risiken und Gefahr, sind aber für eine Gemeinschaft sehr wichtig, weil sie eine Gemeinschaft auch zusammenhalten. Viele oder nicht wenige Enneagramm-Leute sagen, dass Deutschland das Land der typischen Sechs ist, ja, die immer wieder gerne in einer Gemeinschaft aufgehen, was dann eben auch zu solchen Desastern und Katastrophen wie dem Dritten Reich münden kann, dass man eben unbedacht um der Gemeinschaft willen, um nicht aufzufallen, um dazuzugehören, einfach mitmacht, was da eben läuft. Ihre Reaktion auf Magenoperationen ist nach erheblichen Zweifeln, ja, gibt die OP Ihnen dann doch Sicherheit, aber Sie erwarten auch, dass alles so funktioniert, wie es sein soll. Und es ist eine Katastrophe, die Sie total überrascht, wenn es dann eben doch nicht funktioniert, wenn irgendwelche Leute sich nicht an die Regeln oder wenn Ihr Magen sich nicht an die Regeln hält. Im Umgang mit den bariatrischen Regeln halten Sie die Regeln gerne mit anderen zusammen ein. Und Sie versuchen durchzusetzen, dass keiner querschießt und die Gruppe etwa gefährdet. Sie möchten, dass die gesamte Gruppe sich an die Regeln hält und somit Erfolg hat. Deswegen
sind sie so wichtig für Gruppen und Gemeinschaften, ihre Position in der SAG ist, das sind loyale, zuverlässige Teilnehmer der SAG. Sie finden immer wieder Widersprüchlichkeiten, sie decken sie auf, ja, weil sie eben auch einen starken Gerechtigkeitssinn haben. Und dann schließlich kommen wir zum Fluchtmuster, zum Fluchtmodus des Kopfzentrums. Und in diesem Zentrum oder in diesem Reaktions-, in dieser Struktur bewege ich mich. Das ist der Typ 7, die Optimisten, die Freudenboten, ja, die sofort immer alle Möglichkeiten sehen, die es zu erleben gibt und zu gestalten gibt. Aber sie sehen eben auch das, was einschränkt und was keinen Spaß macht und wollen das auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, meine Reaktion auf die Magen-OP ist vor allem, dass ich es genieße, dass die Magenoperation, dass die körperlichen Verbesserungen meine Schmerzen helfen, meine Schmerzen zu vermeiden. Ja, ich muss nicht mehr spritzen, ich muss keine Bluthochdrucktabletten nehmen und all das. Es hilft mir, meine Schmerzen zu vermeiden. Gleichzeitig aber ist die Magenoperation auch für mich wichtig, weil ich merke, ich muss mich an die Regeln halten, weil ich sonst Schmerzen erleiden muss. Und das möchte ich ja nicht. Also halte ich mich an die Regeln. Das heißt, die Schmerzandrohung der körperlichen Begrenzung, die restriktive Aspekt der Magenoperation ist ebenfalls für mich als Typen etwas Positives, weil ich mich eben dran halten muss jetzt, ne? Was ich vorher ohne OP nicht gemacht habe, obwohl die Bedingungen des Lebens auch vor der OP ja eigentlich dieselben gewesen sind. Aber mir hilft es, jetzt mich daran zu halten, damit ich keine Schmerzen bekomme. Mein Umgang mit den bariatrischen Regeln, ich bin immer neugierig, ja, ich will immer alles Mögliche kennenlernen, ja, ich frage immer nach den Hintergründen und werde da oft falsch verstanden, ja, ich bekam oft aus dem Adipositas-Zentrum die Antwort, ja, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sage ich, ich mache mir keine Sorgen. Ich will es wissen. Ich will einfach mehr erfahren. Ne? Und das wird oft nicht verstanden. Ne? Aber das macht nichts. Ich frage trotzdem immer weiter nach den Hintergründen. Ich probiere viel aus. Ne? Ich suche nach neuen Möglichkeiten, neue Produkte. Und das habt ihr ja nur auch schon mitbekommen, ja, dass die Yoda immer sagt, was der Mickey alles probiert und was der alles zu sich nimmt, das ist unmöglich. Und meine Position in der SAG, die Position von 7er Typen in der SAG ist, ich möchte, dass es allen gut geht. Ne? Ich sehe die Beziehungen in der Gruppe, die sehe ich als eine Schatzkiste neuer Möglichkeiten und als eine Möglichkeit, andere interessante Erfahrungen mitzubekommen. Ja, das war mal so ein schneller Rundumschlag durch alle 9 Typen. Und zum Schluss habe ich noch diese Folie, die nochmal auf das vom Anfang abhebt, ja. Die Chirurgen operieren unseren Magen, aber wir operieren unseren Kopf. Wenn die Chirurgen können unseren Kopf nicht operieren, den können nur wir selber operieren. Ja. Und deswegen lohnt es sich meines Erachtens, sich um sich selbst zu kümmern, herauszufinden, wie man tickt, was für ein Typ man ist, um dann eben auch zu verstehen, warum man selber so und nicht anders auf die OP reagiert und mit den Regeln umgeht und warum andere das ganz anders tun und warum andere ganz andere Problematiken haben. Es wird uns ja allen immer wieder so gehen, dass wir in der SAG sitzen und irgendeiner stellt irgendeine Frage und du denkst so, verstehe ich gar nicht. Was will der eigentlich? Warum fragt er das? Das ist mir sonnenklar, weil wir eben so unterschiedlich sind. Da unten noch das schöne Bild, das ich mal gemacht habe als Einladungsbild für die SHG. SHG, weil wir anders sein können. Spend your life doing strange things with weird people. Das war zunächst mal der Impuls über das Enneagramm als Persönlichkeitsmodell.